Träge fließt die braune Spree in diesen Tagen von Spremberg kommt herunter. An der Brücke in Wilhelmsthal wird das eisenhaltige Wasser mit einem Kalkgemisch zur Neutralisierung und pH-Werterhöhung versetzt. Kurz vor dem Eingang in die Vorsperre wird ein Flockungsmittel dazugegeben. Die Strömung sorgt dafür, dass der Schlamm sozusagen ins Becken getragen wird. Dort ist allerdings nur eine begrenzte Kapazität. 300.000 Kubikmeter fasst die Vorsperre. Der Anteil an Schlamm darf dabei maximal die Hälfte betragen. Wir hatten im letzten Jahr, im August, eine sogenannte Hochwasserspitze, die dazu geführt hat, dass der Füllungsgrad dieser Vorsperre von maximal 150.000 Kubikmetern sehr schnell erreicht wurde. Wir mussten darauf reagieren, weil der Eisenrückhalt nicht mehr stattgefunden hat, insbesondere im zweiten Halbjahr 2017. Und die LMBV hat dann mit einer Sofortmaßnahme reagiert. Wir haben dann von Dezember 2017 bis Mai 2018 hier 70.000 Kubikmeter Eisenhydroxidbelasteten Schlamm aus der Vorsperre gebaggert und in das hinter uns liegende Sedimentationsbecken abgelagert. Dort liegt der Schlamm und soll nun sukzessive entwässern. Die trockene Witterung aktuell ist dabei natürlich hilfreich. Um knapp 7% konnte der flüssige Anteil bereits verringert werden. Wunsch wäre ein 25%iger Feststoffanteil. Diese Reduzierung sorgt für weniger Menge und Gewicht, nicht unwesentlich für den Transport des Gemisches, das ja in Größenordnung anfällt. Ein zweites passives Trocknungsverfahren wird mit sogenannten Geotubes getestet. Dazu läuft ein Großversuch im Auftrag des LFU. Die Schläuche sind gefüllt, die Entwässerungszeit läuft jetzt und wir sind uns sicher, dass wir Ende 2018 zu diesem Verfahren auch belastbare Aussagen haben und können dann vergleichen, was machen wir in den Jahren 19, 20, 21, die vor uns liegen. Welche Regeltechnologie kommt hier aus ökonomischen Gesichtspunkten zum Einsatz? Aufgrund der anhaltend anfallenden Mengen rund 45.000 Kubikmeter pro Jahr soll in der Vorsperre Bülow künftig der Schlamm dauerhaft abgetragen werden. Jeweils in der frostfreien Periode wird mit einem kleineren Saugbagger gearbeitet. Pro Stunde kann dieser 180.000 Kubikmeter aufnehmen. Via Rohrleitung soll das Schlammwassergemisch in eine Separieranlage, ähnlich einem großen Sieb, geschickt und von allen größeren organischen Bestandteilen gereinigt werden. In einem Rundbecken, gerade im Aufbau, wird das Ganze zwischengelagert, um dann in einer etwas größer angelegten Schleuder von weiterem Wasser befreit zu werden. Ziel ist auch hier, einen Feststoffgehalt von etwa 25% zu haben. Die Eisenhydroxidschlämme, die wir hier vorliegen haben, sind in der Regel mit Schwermetallen, aber auch mit hohen organischen Anteilen belastet. Wir deklarieren diese Schlämme und haben in den letzten Jahren festgestellt, dass wir es mit nicht gefährlichen Abfällen zu tun haben. Das heißt, wir sind aufgefordert, gemäß Abfallkreislaufgesetz diese Schlämme wieder einer Verwertung, einer baustofflichen Verwertung zuzuführen. Aktuell werden die Ockerschlämme bei der Firma Lobbe in Schwarze Pumpe als Zuschlagsstoffe in der Baubranche verarbeitet. Seitens der LMBV gibt es aber Vorstellungen, den Einsatzbereich zu erweitern. Ja, da laufen sogenannte Pilot- und Demonstrationsvorhaben. Unter anderem wird dort geschaut, ob wir bei der Rekultivierung von forstwirtschaftlichen Nutzflächen oder auch landwirtschaftlichen Nutzflächen im Rahmen der Bergbausanierung diese Schlämme, die wie gesagt einen hohen TOC, also einen organischen Anteil haben, als Initialsubstrat dort mit einbauen können. Die Eisenfracht der Spree wird durch die Maßnahmen der LMBV vor und in der Talsperre Spremberg um 90% reduziert, bevor das Wasser weiter in Richtung Spreewald fließt. Aktuell beträgt die Konzentration am Pegel Bresinchen 1 Milligramm pro Liter.